Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 6. Dezember 2018 nach indischen Astrologie, aber ich verkünde die Neuigkeiten ab sofort. Läuft auch die westliche Astrologie, ich biete beides an. Beobachtet es, beobachtet, was spricht euch an, eher die indische Astrologie oder die westliche Astrologie. Für mich ist die indische Astrologie präziser, sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, das nennt man Präzession, und diese Berechnung ist übereinstimmend, so wie die Astronomen auch berechnen. Beobachtet beide und jeder findet etwas für sich selbst. Ich habe noch ein Angebot. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die geheimnisvolle Rauhnächte. Diese Video habe ich nicht veröffentlicht, aber es besteht die Möglichkeit, den Link zu diesem Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt diese Video gratis. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat jetzt mit Beratungen nichts zu tun. Und ich werde die Rauhnächte starten am 25. Dezember. Das ist die erste Rauhnacht. Und jeden Tag entspricht ein Monat. Und das machen wir 12 Tagen lang. Das heißt, ich starte am 25. Dezember und endet dann am 5. Januar 2019. Jeder einzelne Tag entspricht einem Monat. Das heißt, 25. Dezember entspricht Januar, 26. Dezember entspricht Februar, 27. Dezember entspricht März, 28. Dezember entspricht April, 29. Dezember entspricht Mai, 30. Dezember entspricht Juni, 31. Dezember entspricht Juli, 1. Januar 2019 entspricht dann August und so weiter. Jeden Tag steht für einen Monat und auch für die Themen. Und das bedeutet, ich werde ab 25. Dezember jeden Tag und das 12 Tage lang ein Video veröffentlichen und besprechen wir, was ist zum Erwarten im Januar, im Februar, im März und so weiter. Und für die ganzen Jahr ergibt es die 12 Tage, die 12 Monate, dann Jahr 2019. Diese Videos werde ich veröffentlichen. Im selben Tag werde ich Mitternacht ein Ritual machen, immer für den einzelnen Monaten und den Themen, was dieser Monat, was diese Tierkreiszeichen verkörpert. Darüber habe ich eine Liste gemacht. Ihr könnt das auch nachfragen. Ihr bekommt welchen Tag, welchen Ritual, welchen Themen sprechen wir an. Die Teilnahme für die Ritual beträgt mein Honorar 10 Euro pro Tag, pro Ritual. Und jetzt schauen wir die heutigen Tageshoroskop an. Kabbala ist die Weisheit der Judentum. Und sie beschreiben die Engel. Das ist ein System, die ordnen das auch. Ich habe oft erwähnt, ich habe noch keine einzige Engelkarten gesehen, gefunden, was wirklich dieser Kabbala entspricht, dieser System entspricht. Und somit ist meine eigenen Karten entstanden und das sind diese Engelkarten. Und die Kabbala beschreibt für jeden Mensch
gibt drei Schutzengel. Einmal für die körperliche Ebene, einmal für die seelische Ebene und einmal für die spirituelle Ebene. Und das kann man durch den Geburtshoroskop berechnen. Außerdem steht jeden Tag ein anderer Engel. Und es ist wirklich ein System. Die heutige Tagesengel ist Engel Ha-Amiach und hat die Zahl 38. Dieser Engel ist Engel der Hoffnung, ein Schutzengel, Engel der Suchenden und begleitet uns auf unserem spirituellen Weg. Engel die Wünsche, die Hoffnungen, auch für Wunscherfüllung. Engel die Glückseligkeit und Zufriedenheit, bringt Schönheit, Frieden und Harmonie in unserem Leben, hilft bei Liebesbeziehungen, führt uns zu dem Weg zur Wahrheit, enthüllt Geheimnisse. Dieser Engel ist zugeordnet zu Tierkreiszeichen Waage, zum Luftelement und zum Planet Venus. Venus herrscht auch über die Waage, gehört auch zum Luftelement. Also das ist die Engel für die Waagegeborenen. Und jetzt schauen wir die Lebensbereiche an. Astrologisch nennt man das als Häuser, aber ich mag das nicht, dieses Wort zu benutzen, weil für mich ist es unpassend, entspricht nicht meinen Gefühlen. Ich beschreibe lieber als Lebensbereiche. Wir haben 12 Tierkreiszeichen, wir haben 12 Lebensbereiche. Und das ist nummeriert. Erster Lebensbereich, zweiter, dritter und so weiter. Natürlich beeinflusst das unseren Alltag. Und wir schauen an, welche Lebensbereiche sind gerade aktiviert. Diesmal nach indischer Astrologie, aber ich mache eine Aufnahme auch für die westliche Astrologie. Bei Sonnenaufgang, und das ist dieser Platz hier, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Ich setze die Tierkreiszeichen Skorpion in diesem Bereich. Das ist wie ein Lokomotiv, der zieht momentan den ganzen Zug. Das ist der Kopf. Oder ich könnte sagen, wie ein Lokomotiv. Also wir starten mit Skorpion. Und das ein Monat lang. Dann ändert sich das, weil nächsten Monat kommen dann die Tierkreiszeichen Schütze, wird der Lokomotiv sein. Natürlich für die Skorpiongeborenen ist das Thema das Selbst, um die Persönlichkeit kümmern, auch auf die Aussehen. Das beeinflusst unserem Aussehen, unserem Auftreten, auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Das ist das Monatsthema für die Skorpiongeborenen. Und die Skorpion, weil hier befindet sich die Sonne, vermittelt uns alle ein Monatsthema. Alles, was mit Skorpion in Verbindung steht. Eine Transformation. Dann unserem inneren Kraft. Dann die Sexualität und spirituellen Themen. Im zweiten Lebensbereich steht die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und die Finanzen. Das ist jetzt das wichtige Thema für die Schützegeborenen. Natürlich, die Schütze steht mit dieser Thematik in Verbindung. Das ist auch ein Hinweis, Investitionen im Ausland. Oder kommt Geld von Ausland. Kann auch bedeuten, wir geben Geld auf eine Reise aus. Im dritten Lebensbereich ist Medien, Kommunikation, Kleinreise, kleinere Veränderungen, Bewegung, Kontakte, Verbindungen auch zum Verwandten, Nachbarn in vertraute Umgebung. In diesem Platz ist die Tierkreiszeichen Steinbock.
Das ist die Monatsthema für die Steinbock-Geborenen. Dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und ich vergleiche das mit einem Baum. Also sind wir im Wurzel des Baumes angekommen. Und das hat mit unserem Ahnen was zu tun, mit unseren Traditionen was zu tun. Oder dieses Gefühl, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verwurzelt, hier finde ich meine Ruhe, meine Kraft. Und das wird auch mit unserem eigenen vier Wände, mit unserem eigenen Zuhause in Verbindung gesetzt. Hier erscheint auch das Zuhause. In diesem Platz ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, in diesem Monat ist für die Wassermann-Geborenen ein wichtiges Thema, ganz klar. Dann sind wir bei fünfter Lebensbereich, und das sind die Kinder. Unserem eigenen Kinder, unserem Enkelkinder, aber unserem inneren Kind oder die Erinnerungen an unserem eigenen Kindheit zählt auch dazu. Und dann, so wie die Kinder spielen, etwas gestalten, spielerisch. Und das wirkt auch an unserem Freizeit, spielerisch, kreativ zu gestalten. Und das wirkt natürlich auch auf die Lebensfreude und auch auf die Beziehung. Das sind die Themen in diesem fünften Lebensbereich. Und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Fische. Für die Tierkreiszeichen Fische bedeutet das momentan ein wichtiges Thema zu sein. Aber die Tierkreiszeichen Fische vermittelt uns auch alle etwas, wenn das um diesen Themen handelt, dann sollen wir im Vertrauen bleiben, alles geschehen lassen, damit es in Fluss kommt. Die sechste Lebensbereich beschreibt unseren Alltag. Wie bewältigen wir unseren Alltag, unseren Pflichten? Gehört auch Arbeit dazu und auch Gesundheit. Warum hängt das zusammen? Wenn wir arbeiten möchten, müssen wir auch fit sein, gesund sein. Wenn wir krank sind, dann können wir nicht arbeiten. Und hier ist die Tierkreiszeichen Widder. Also das ist momentan für die Wiedergeborenen ein wichtiges Thema. Dann kommt das siebte Lebensbereich. Hier sind auch Verträge, Vereinbarungen und die Ehepartnerschaft. Und hier ist die Tierkreiszeichen Stier. Dann sind wir bei Wandlung. Das ist die achte Lebensbereich. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Zwillinge. In diesem Bereich befindet sich alles, was in Wandlung ist. Aber bedeutet auch das Tod. Und das kann natürlich Todesfall sein oder eine erbschaftliche Situation. Aber das ist gar nicht der Tod wirklich gemeint. Ich schließe das nicht aus, dass Todesfall eine Rolle spielt gerade oder Trauer, sondern es ist eher symbolisch gemeint. Etwas geht zu Ende. Wir sollen etwas loslassen, verabschieden, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist diese Wandlung. Und dann gehört noch hier auch Tabuthemen wie Sexualität, Geld und Tod. Diese drei Tabuthemen sind in diesem Bereich. Dann folgt eine ganz große Reise. Das kann Urlaub sein, Ausland sein, Auslandskontakte und auch eine innere Reise. Und in dieser inneren Reise sind gerade die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Die Krebsgeborenen haben auch karmische Themen, weil die aufsteigende Mondknoten bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs und viele Menschen suchen im Ausland ihren Platz oder ihre Aufgabe des Lebens. Im höchsten Punkt des Horoskopes ist die Krone des Baumes.
das Höchste, was man erreichen kann, die Ansehen und auch die Berufung. Und diesem majestätischen Platz steht die majestätische Löwe. Und der nächste Platz ist die Wünsche, die Hoffnungen und auch Freundschaften, Begegnungen mit Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein oder Partei. Da die Kontakte zum Pflegen oder das Gründen, in diesem Platz befindet sich die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und dann sind wir im letzten Lebensbereich, die 12. Lebensbereich, und das ist sehr geheimnisvoll. Das ist die tiefe Seele, die karmischen Erinnerungen, die Geheimnisse, die Verborgenen, die Geheimnisse des Lebens. Und so wie die alten Astrologen beschrieben haben, hier liegen aber auch die geheimen Feinde. Und hier ist die Tierkreiszeichen Waage. Das ist jetzt die Verteilung der Tierkreiszeichen und beschreiben Monatsthemen. Wenn Sonne übergeht dann von Skorpion auf die Tierkreiszeichen Schütze, dann ändert sich das Bild, dann kommt die Schütze in diesen Platz und verschiebt sich das alles. Sonne ist bei Sonnenaufgang im Tierkreiszeichen Skorpion. Mond ist auch im Tierkreiszeichen Skorpion, morgen ist Neumond, Sonne, Mond, die beiden Lichter treffen sie sich. Und Mond wird uns unsichtbar sein, weil bekommt kein Sonnenlicht, Mond hat kein eigenes Licht. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, alten Themen kommen wieder hoch oder jemand meldet sich von Vergangenheit oder karmischen Themen, bedeutet aber auch Zögerungen, dass alles gebremst ist. Dieser rückläufige Merkur ist im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter ist auch im Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, hier in diesem geheimnisvollen 12. Lebensbereich. Hier ist die Waage-Energie. Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus ist rückläufig. Hier gibt es auch alte Themen, auch karmische Themen. Uranus in Tierkreiszeichen Widder. Das kann bedeuten, dass das Nervensystem angeschlagen ist. Uranus hat einen Bezug zu unserem Nervensystem und hier im Gesundheitsbereich ist das gut möglich. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und die Arbeit, das was hier ändert, besonders bei den Wiedergeborenen. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto ist im Tierkreiszeichen Schütze. Also hier fließt die Energie. Im ersten Haus ist sehr wichtig und betont. Das ist unserem Selbst, unserem Auftreten, auch die Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Natürlich in erster Linie bei den Skorpiongeborenen. Dann ist sehr wichtig die Finanzen, die Werte, Wertschätzung. Dann haben wir auch hier Lernaufgabe durch die Saturn-Einfluss. Unserem eigenen Zuhause spielt auch eine große Rolle. Wir brauchen Basis, Sicherheit, Stabilität und Struktur. Etwas im Geheimen liegt, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Entweder eine heimliche Liebe oder vieles geheimnisvoll oder karmischen Begegnungen. Und die Gesundheit, die Arbeit ist gerade auch sehr wichtig. Das sind die wichtigsten Themen, wo die Energie fließt. Und das trifft uns alle.
Und wie sind die Verbindungen, weil das ist auch wichtig. Uranus ist rückläufig, das hat oft mit karmischen Themen was zu tun und aktiviert die beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten im Steinbock. Und das sind alte karmischen Erinnerungen. Hier im Tierkreiszeichen Steinbock, genau. Uranus steht in Verbindung zu dem absteigenden Mondknoten und aktiviert auch die aufsteigende Mondknoten im Tierkreiszeichen Krebs. Es ist eine gewisse Spannung, Herausforderung und viele haben diese karmischen Themen, besonders die Wiedergeborenen, die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen. Sonne steht in Verbindung zum Merkur, das heißt Sonne und Merkur wirken gemeinsam. Hier handelt es sich um Gespräche und Sonne ist die Licht und Wahrheit. Etwas kommt ins Licht, wir erfahren die Wahrheit. Und Sonne steht auch mit Neptun in Verbindung und das ist eine Spannung. Neptun benebelt etwas. Das ist alles andere als Klarheit. Neptun hat natürlich auch wunderbare Eigenschaften, die Träume, die Sehnsüchte, die Fantasie, die Inspiration, ganz klar, unsere Träume auch. Aber Neptun zeigt nicht die Wahrheit. Das ist eher verhüllt, das Ganze, wie benebelt. Und jetzt steht mit Sonne in einer Spannung. Eine Spannung, das heißt, die Wahrheit kommt ins Licht. Und Merkur aktiviert das alles. Und für eine oder anderen ist das sehr unangenehm, weil hier ist diese Spannung da. Also wenn ihr euren Geheimnisse habt oder ihr versucht etwas verborgen, kann auch die Liebe sein, gerade in diesem versteckten Platz, dann könnt ihr damit rechnen, dass etwas passiert durch Merkur-Energie. Ein E-Mail wird gelesen oder jemand entdeckt ein Bild oder etwas passiert, dass dieses Geheimnis kommt ins Wahrheit. Oder wenn ihr jemand vertraut, kann passieren, dass diese Person euch verraten wird und enthüllt dieses Geheimnis und erzählt das weiter. Also falls ihr Geheimnisse habt, dann bewahrt euch das, erzählt nicht weiter, weil hier, wie das die Verbindungen stehen, bedeutet, dass jemand das weiter erzählt und es kommt ins Licht. Noch die Mondhäuser. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Mond befindet sich im Mondhaus Anuradha im Tierkreiszeichen Skorpion und das wird bestrahlt von Akrab und Akrab befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und das ist ein Stier, das Skorpion und symbolisiert in indischer Astrologie die dritte Auge. Und dieser dritte Auge ist durch diese Mondenergie aktiviert. Das heißt, die spirituellen Themen sind jetzt sehr ausgeprägt. Oder die Hellsichtigkeit. Oder wir sehen etwas klar und deutlich, was in anderen Tagen nicht möglich ist. Und das war mein Tageshoroskop nach indischer Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video.
Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.